Professor Zuhausen, Sie sind seit den 70ern oder seit Anfang der 70er nach Mittelfranken gekommen damals, an das damals auch neu gegründete Virologische Institut. Was war denn damals Ihr erster Eindruck von der FAU und von Erlangen? Es war eigentlich ein fantastischer Eindruck. Es war ein neu gegründetes Institut. Alles musste neu eingerichtet und eingestellt werden. Und ich habe eine unglaublich zahlreiche Hilfestellung von Seiten der Universität, der Leitung der Erlangen Universität erhalten, wie ich das auch später in meinem Leben nicht mehr wieder so gut erlebt habe wie hier, sodass ich heute eigentlich nur sagen kann, ich komme immer wieder gern nach Erlangen, in den Nürnberg-Erlanger Bereich zurück. An der FAU konnten Sie ja wichtige Grundlagen für Ihre Forschung an humanen Papillomviren legen und im Speziellen auch an der Rolle bei der Entstehung von Gebärmutterhalskrebs. Wie sind Sie denn darauf überhaupt gekommen, dass die Entstehung von Krebs etwas mit Viren zu tun haben könnte? Naja, da bin ich nicht drauf gekommen. Das haben schon einige vor mir vermutet gehabt. Die ersten Vermutungen kamen schon 1908 auf, dass etwas mit Viren, dass Krebs etwas mit Viren zu tun haben könnte, vor allem bei Tieren. Also hier war für mich vor allem ausschlaggebend, dass ich in Amerika über ein System gearbeitet hatte, wo ich ungefähr 4 Jahre fast tätig war, das etwas mit menschlichen Tumoren zu tun hatte. Das war das Epstein-Barr-Virus, der Erreger des Pfeifferschen Drüsenfiebers. Und das war ein spannendes Gebiet. Das hat mir sozusagen die Szene für die Tumorvirologie wirklich voll eröffnet. Als ich zurückkam, hatte ich die feste Absicht, nach Deutschland, zunächst nach Würzburg, an dieser Thematik festzuhalten und auch über weitere Agenzien oder mögliche Agenzien, die als Krebserreger in Frage kämen, zu arbeiten. Und das habe ich eigentlich die letzten 60 Jahre durchgehalten. Wenn Sie jetzt Ihren Weg noch mal gucken, das war ja ein langer und oftmals auch ein sehr steiniger Weg, weil viele Erkenntnisse zuerst mal nicht geglaubt wurden. Zum Glück war es ja im Ende dann ein lohnender Weg. Wie haben Sie denn diese ganzen Hürden gemeistert und wie haben Sie durchgehalten? Also wenn man von einer Sache überzeugt ist und von einer Arbeitshypothese, die man selbst entwickelt hat, überzeugt ist, dann ist es nicht so schwer, das durchzuhalten. Aber Sie haben schon recht, es hat viele Enttäuschungen gegeben, weil die Papillomviren sind Warzenviren und jeder wusste eigentlich in der Vergangenheit, dass Warzen harmlos sind. Das haben wir festgestellt, das stimmte nicht. Es gibt einige Warzen, ganz spezifische Erreger bei Warzen, die durchaus zum Krebs beitragen. Also es hat ein Arbeitsgebiet eröffnet, das war für uns wahnsinnig spannend und hat über sehr lange Zeit eigentlich viele Arbeiten mit sich gebracht, die bis praktisch zur Jahrtausendwende weiter fortgeführt wurden. Und dann hat es bis 2008 gedauert und dann erhielten Sie für Ihre Forschung auch den Nobelpreis für Medizin. Wie hat sich denn Ihr Leben seither verändert? Oh, es hat sich schon verändert, weil mit dem Nobelpreis natürlich eine große Zahl von Glückwunschbriefen, von Einladungen und Bitten um Vorworte und ähnliche Dinge zustande kamen, die natürlich erfreulich waren. Gelegentlich gab es auch hier und da einen kleinen Missklang, weil Briefe unfreundlich waren, die mir schrieben, dass es eigentlich nicht gerechtfertigt sei, dass ich den Preis bekäme. Aber das muss man wohl jeder erfahren, der in eine ähnliche Situation kommt. Und im Großen und Ganzen war es eine sehr erfreuliche Zeit. Und das Leben hat sich tatsächlich nicht mehr gleich gehalten, sondern hat sich verändert. Professor Honegger, wenn wir jetzt Professor Zuhausen betrachten, er ist ja ehemaliger FAU-Professor und Nobelpreisträger. Das zeugt natürlich von außerordentlicher Qualität der FAU als Forschungsstandort. Was bedeutet es für die FAU, dass Professoren wie Professor Zuhausen tatsächlich über die aktive Zeit hinaus immer noch mit der FAU verbunden bleiben? Ja, diese Verbindung ist uns sehr wichtig und erfüllt uns natürlich mit großem Stolz. Mit Freude nehme ich zur Kenntnis, dass Herr Zuhausen sich nach wie vor sehr gerne daran erinnert, dass er an der FAU sehr gut behandelt wurde, dass er gute Voraussetzungen für seine Arbeit gefunden hat, dass er sich heute noch gerne daran zurückerinnert und vor allem, dass er daraus auch eine enge Verbundenheit mit unserer Universität ableitet. Das sind alles Dinge, die uns für die Entwicklung der FAU-Familie und für das Leben in der FAU-Familie sehr wichtig sind, die enge Verbundenheit. Und dafür sind wir ihm auch sehr, sehr dankbar. Und er ist ja heute auch Ehrensenator unserer Universität und damit auch ganz besonders eng mit unserer FAU verbunden. Also eine Freundschaft, die über viele Jahre gehalten hat und die uns auch sehr, sehr wichtig ist. Und wie man auch sieht, kommen Sie immer noch wieder sehr gerne zurück. Das freut uns alle sehr. Ich habe natürlich recherchiert und da habe ich
herausgefunden, dass Ihnen das Thema Prävention sehr wichtig ist. Wenn wir jetzt an die Papillomvirus-Impfung denken, das ist ja auch eine Art Prävention, da kann man komplett den Gebärmutterhalskrebs vermeiden damit. Jetzt wundere ich mich ganz ehrlich, warum nicht 100% aller Jugendlichen geimpft werden. Können Sie sich vorstellen, woran es liegt und wie man das ändern kann? Ich kann mir vorstellen, woran es liegt, aber es ist bedauerlich, dass es so ist. Es liegt vor allem daran, dass der Gebärmutterhalskrebs ganz offenkundig eine sexuell übertragbare Erkrankung ist. Und viele Eltern sich scheuen, mit ihren Kindern, 10, 12 oder 14-jährigen Kindern, offen über solche Fragestellungen zu reden. Die große Mehrzahl dieser Infektionen kommt tatsächlich über Sexualkontakte zustande. Und das ist vielleicht bei uns noch relativ relaxiert gesehen, in anderen Ländern viel schroffer noch. Also ich weiß von Vorträgen, die ich zum Beispiel im saudi-arabischen und in den israelischen Bereich und in den Nahostländern gehalten habe, dass dort eine große Scheu davor bestand, solche Fragestellungen mit Kindern anzureden, überhaupt geschweige denn entsprechende Impfungen durchzuführen, die etwas verhindern sollen, was die Kinder noch bis dahin gar nicht richtig verstanden oder wussten. Und das ist eigentlich ein Manko, das wir auch weltweit in einem gewissen Umfang beobachten können. Heute lässt sich tatsächlich sagen, die Impfung verhindert den Gebärmutterhalskrebs. Nicht nur die Vorstufen des Gebärmutterhalskrebses. Hat lange Zeit gedauert, bis die Erkenntnis durchkam. Aber es ist eine besonders sichere und zuverlässige Impfung, die hier durchgeführt wird, die aber durchgeführt werden soll, bevor erste Sexualkontakte stattfinden. Also im Alter von 9 bis 14 ungefähr? 12 bis 14 Jahre. 12 bis 14. Welcher Appell wäre denn da nötig? An die Eltern, an die Schulen? Also eigentlich an alle. An alle? Eltern, Schulen, auch an Ärzte zum Teil. Denn auch einige Ärzte waren sehr zögerlich für über längere Zeit. Hier Empfehlungen entsprechend rauszugeben, hat sich Gott sei Dank inzwischen etwas geändert. Was sich vor allem geändert hat, und da bin ich sehr glücklich drüber, ist, dass inzwischen auch die Einsicht sich durchgesetzt hat, dass auch Jungen geimpft werden müssen, die natürlich keinen Gebärmutterhalskrebs bekommen, aber die als die Hauptüberträger für diese Agenzien eine Rolle spielen. Also das ist Gott sei Dank inzwischen auch von der Zentralen Impfkommission anerkannt worden. Aus meiner Sicht viel zu spät, aber trotzdem, Gott sei Dank ist es geschehen. Und wir haben jetzt ein kleines Quäntchen vielleicht dazu beigetragen, dass der ein oder andere Elternteil vielleicht doch mit seinem Mädchen oder Jungen dann zur Impfung geht. Das ist doch wunderbar. Hoffentlich. Professor Zuhausen, Sie sind ja seit fast 40 Jahren, muss man sagen, am Deutschen Krebsforschungszentrum tätig. Was sind denn derzeit hier die interessantesten Entwicklungen oder Fortschritte, Erkenntnisse? Was können Sie uns da berichten? Also für uns persönlich, für meine Gruppe und meine Arbeitsgruppe insgesamt, ist am interessantesten, dass wir inzwischen Zusammenhänge zwischen Infektionen bei Dickdarmkrebs, Brustkrebs und Prostatakrebs herstellen können. Das sind Krebserkrankungen, die ungefähr ein Drittel aller global auftretenden Krebserkrankungen ausmachen und die alle irgendwie mit unserer Ernährung zusammenhängen. Das ist jetzt ein etwas komplexer Zusammenhang. Ich warne keinen vor bestimmten Ernährungsmaßnahmen, aber ich glaube, dass wir hier eine realistische Chance haben, neue Präventionsmöglichkeiten zu entwickeln, auf ganz verschiedener Basis. Wir wissen, dass ganz bestimmte tierische Produkte letzten Endes Erreger übertragen. Nicht nur die Erreger, sondern auch die Aufnahmestationen sozusagen für diese Erreger, die Rezeptoren, wie wir sie nennen, werden ebenfalls übertragen durch die Ernährung und bei Menschen selbst nicht hergestellt. Also da gibt es eine ganze Reihe von interessanten Möglichkeiten für die Zukunft, sowohl für die Prävention als auch für die Therapie der entsprechenden Erkrankung, neue Wege zu beschreiten. Auch hier ist das Zögern im Umfeld, im wissenschaftlichen Umfeld auch genauso groß gewesen wie bei den Papillomviren oder auch immer noch deutlich spürbar. Ich hoffe aber, dass wir das in sehr absehbarer Zeit überwinden können. Für den Dickdarmkrebs sind wir zum Beispiel sehr sicher, dass die Situation so ist, wie wir sie beschreiben. Für Brust- und Prostatakrebs liegt es nahe, dass es sehr ähnlich ist, aber da fehlen noch ein paar Befunde. Aber das ist ein hochspannendes Gebiet, wenn man durch Weglassen von bestimmten Nahrungsmitteln... Ich bin nicht so sicher, ob durch Weglassen das erreicht wird. Ich glaube aber, dass man die Nahrungsmittel davon befreien kann, durch bestimmte chemische oder physikalische Maßnahmen. Und das ist etwas, was durchaus denkbar ist und gemacht werden kann. Wenn Sie auf Ihr bisheriges Leben
zurückblicken? Welches Resümee würden Sie ziehen oder was ist die wichtigste Erkenntnis für heute und die Zukunft? Also ich glaube, das lässt sich in vielleicht drei Sätzen sagen. Das eine ist, dass man von vornherein eine gute Ausbildung bekommt, sich selber sie aneignet, dass man darüber hinaus, wenn man eine geeignete Arbeitshypothese entwickelt, diese dann auch mit der nötigen Ausdauer verfolgt und sich nicht entmutigen lässt. Gelegentlich sind eigentlich die Wissenschaftler aus dem eigenen Bereich diejenigen, die das am wenigsten von ihnen akzeptieren. Aber man muss sich da durchsetzen können. Wenn man von etwas überzeugt ist, muss man das auch mit Nachdruck betreiben. Also man muss an sich glauben und sich auch mal gegen sämtliche Widerstände durchsetzen. Das ist wahr. Das ist ein sehr guter Ratschlag. Vielen Dank, den werde ich gleich mal für mich auch verinnerlichen. Meine Herren Professoren, wir dürfen uns an dieser Stelle schon verabschieden. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Professor Hornegger. Und natürlich bedanke ich mich besonders herzlich bei Ihnen, Professor Zuhausen. Ich glaube, ich habe zu Beginn nicht zu viel versprochen. Ich fand, es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Für meinen Geschmack viel zu kurz. Vielen Dank Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.